So, dann herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim, wollte ich gerade sagen. Aber passt auch irgendwie Skyrim, aber ist nicht Skyrim. Ist Dragon's Dogma in der Tat, ganz neu, ganz frisch. Heute aus rausgekommen. Ja, unsere 22. Wir sind in der ersten Aufnahmesession. Und ja, wir versuchen uns, uns unseren Weg hier durchzumachen. Im Moment läuft es ganz gut. Soweit. Wir sind uns einmal gestorben, in der Tat. Und ja, die Quest erstreckt sich langsam vor uns. Ort catches the light. Let us ponder how best to proceed. Okay, hier ist noch ein Ausrufezeichen. Mit den Ausrufezeichen komme ich noch nicht klar. Ich muss dann mal nach dem Stream noch. Wir nehmen das im Aufnahmestream auf. Das heißt, ich nehme das im Dings auf. Im Twitch-Stream. Damit wir ja das noch gleichzeitig zusammenspielen können. Nicht nur als Aufzeichnung, sondern auch direkt zusammen. Wer da Bock hat, kann mir natürlich gerne folgen bei YouTube und bei Twitch. Und dann seht ihr, wenn ich online gehe. In der Tat. So, wir müssen mal aufpassen. Hier sind noch Harpchen gewesen irgendwo. Da oben. Hier sind nur normale Vögel. Das sind gute Vögel. Hier sind noch ein Ausrufezeichen. Das nervt mich mit diesen Ausrufezeichen. Und ich weiß nicht, was es ist, was es sein soll. Wir müssen da mal echt gucken. Nur das irgendwie aufgelöst kriegen. Was mit diesen Ausrufezeichen? Das ist keine Quest. Nichts, was ich sammeln könnte. Nichts, was ich lesen kann. Wir könnten mal die Lampe ausmachen. Ja, aber die verbraucht Öl. Na, gnadenlos überladen. Hier ist dieses Ausrufezeichen und ich weiß jetzt nicht, was es sein soll. Irgendwas haben wir noch vergessen wahrscheinlich. An der Stelle. Materials such as this can be combined to craft things. Der Britney hängt im Busch. Ja, toxic würde ich sagen. Kleiner Britney Spears Witz. Auf geht's. Da vorne ist ein Feuer. Ist echt, ich muss das rauskriegen, was diese Ausrufezeichen sind, sonst kann ich das Spiel nicht weiterspielen. Echt. Wir wollen auch gar nicht so eine lange Aufnahmesession heute machen. We've no need of a healer if we never get hit. Of course, that is a feat easier said than done. So, ja, gut. Hast natürlich recht. Für mir. Was, wenn ich Hilfe rufe? Kann mich einer heilen von denen? Nee. So, ich guck mal, ob ich irgendwas zum Äpfelchen habe oder was. Ja, ein Äpfelchen stellt wieder ein bisschen Leben her. Unser Hardlife ist unten. Weil wir lange nicht gepennt haben. Wir müssen mal wieder uns ein Gasthaus suchen und uns mal wieder ein paar Gold ausheben. Wir haben ja mittlerweile schon ein bisschen Gold gesammelt. Aber wir gehen hier richtig. Wo ist der? Gregor, da ist der Gregor. Aber ist eigentlich der Weg, ne? Na los, geh vor, Gregor. Schon unterwegs bis zur Hauptstadt. Schon 3 Folgen lang unterwegs hier. Aber das ist ein Roleplay-Game, also ein RPG. Also wir werden wahrscheinlich auch mehr Zeit hier investieren müssen in das Spiel. Wow. Ne. Nein, ich bin da. Nee, das kannst du. Ich bin da. Nee, danke. Nee. Oh, nee. Eher nicht so. A Cyclops! To think we'd encounter one here of all places. Das ist echt scheiße, was der jetzt macht hier Spiel. Cyclops? Besiege den Cyclops. Oh, den Zyklopen. A Cyclops draws near. Fire won't do much good here. Best try a different tack. Dum 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 dum. Hat er sich geheilt, der blöde Sack? Geh kaputt. This brute has quite the temper.
Reckless opponent makes for easy prey. It is easily done. So, da ist schon ganz blutig rum. Keine Ausdauer mehr. Danke. Ah, voll auf die Schnauze. Oh, ich bin tot. Mit einem Schlag. Krass. Ich hoffe, der hat gespeichert. Ich habe jetzt natürlich nicht dran gedacht zu speichern, ehrlich gesagt. Ah. Ich habe noch gedacht, ich muss ausweichen. Wenn jetzt dir wirklich etwas an jemanden liegt, bleibst du besser nicht zu lange fort, damit die Zuneigung nicht schwindet. Yes. Okay, also wir sind gleich hier wieder. This torrent seems well suited to our purposes, if you ask me. Let us make use of this during battle. No doubt, catch our foes unawares. The Cyclops goes there. Shame I've no advantage against this foe. Are we all in the same boat? Look at it. Okay, ergreifen von größeren Feinden im Kampf. Du kannst einen Gegner ergreifen, während du stehst, indem du ihn berührst, während du RT drückst. Sobald du einen Gegner ergriffen hast, kannst du ihn stoßen oder heranziehen, um seine Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen oder ihm aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aha, das probieren wir. I shall lead the charge! Was passiert, wenn ich jetzt hier so einen Teil werfe? Oh, cool. Ich weiß, das ist sehr unübersichtlich jetzt, aber ich hack den jetzt, bis er tot ist. Einäugiger Stirnfried. Aufstieg. You have my gratitude, sir. It would seem I misjudged you. Ich glaube auch. I had taken you for another false arisen. Goodness knows we see a lot of them. Okay. Ja, ich bin aber der Richtige. Coming to our aid has dispelled such thoughts. Here, take this as a mark of my trust. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be granted an audience with Captain Brandt. You're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you under constant watch, and I'm sure you'll breathe a little easier as well, aye? Yes. Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome to join us on the Oxcart. Tis your decision. Well now. So. The road's blocked. The cart can't get through like this. A powerful current ought to set this rock to crumbling. Okay, wir müssen die Straße freiräumen für den Ochsenkarren. Irgendwie sprengen vielleicht. Stufenaufstieg für Britney. Wir haben den aber richtig eingeschenkt, dem Vieh. Wir müssen auf jeden Fall auch mal was zum Pennen suchen, damit wir in der Stadt sind. All about. There's water trickling through the cracks here. Ja, Wasser kommt durch die Risse. Okay. Es geht weiter, noch mehr Risse. If I
might be so bold as to speak my mind? Different masters favor different pawns. One whom I serve preferred to have Beastrons for allies. I'll be sure to keep that in mind. Okay. Ja, aber... Oh, es ist frei. Aber Britney ist ja nicht einfach irgendein Vasalle. Das ist ja mein Vasalle. Die habe ich ja erstellt extra. Die habe ich extra erschaffen, quasi. Von daher... Wir können jetzt den Ochsenkarren benutzen, mit dem mitreisen. Here, und wir können auch zu Fuß gehen. Ah, here's the cart now. Do you intend to join us? Ach, ist schwierig, gell. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat, wenn wir dann jetzt nicht hingehen. Aber wir können ja mal in die Hauptstadt einfach gehen oder wir gehen zu Fuß dahin. Ich weiß es nicht. Naja, ich will aber auch nicht dem hinterherlatschen. Very well. But for your own sake, I recommend you make your way to the capital sooner rather than later. Okay. Oh, the sight of yon ox cart has brought all my fatigue to the fore. Shall we climb aboard? They can be most convenient. Er hat natürlich Kopal recht. Er hat natürlich Kopal recht, dass wir eigentlich mal in den Ochsenkarren steigen müssen, weil wir auch müde sind. Und ich weiß nicht, wann hier das nächste Dorf kommt, wo man mal pennen kann. Vielleicht nehmen wir doch den Ochsenkarren. Ist der schon weg? Geht das? Kann ich den noch nehmen? What is it? Changed your mind? Ja. Very well. Board the ox cart and we'll be off. Steigt auf den Ochsenkarren und fahren los. No? Very well. It is your decision. So. Am I the first to notice we've all got different vocations? That is most fortuitous. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. So, ich kann die Pappe springen. Oder nicht? Goblins! What rotten luck! We've need of your aid again, sir. Okay, Goblins, wir müssen kämpfen. Kann ich aufstehen, bitte? Was cool macht mit dem Ochsenkarren. Ich kann nicht mehr rennen. Weil ich überladen bin. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Kann ich im Kampf der Gegenstände geben hier? Hoffe. Optimale Anordnung nach Gewicht höchste. Gebe ich dir das mal? Eben. Beide. Das kann ich mich hier bewegen. Eine schlechte Idee, wäre Hilfe, ja, auf jeden Fall. Können wir Gegenstände uns reinziehen. Das ist magische Abwehr. Wundpuder. Medikament, alles klar. Kann ich nicht benutzen. While. Einen Apfel kann ich essen. Den Fisch will ich jetzt nicht unbedingt roh essen. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Der Goldkäfer. Der glänzt. Hier ist ein Brief an den Hauptmann. Achso, das muss ich dann geben, dem Hauptmann wahrscheinlich. Nein. So. Dann sammeln wir den mal. Sammeln wir mal ein, was mal hier was so blinkt. Over so soon. Why, we seem to have come through unscathed. Wir uns beeilen, bevor Kopal da ist. So, der Ochsenkarren geht nicht weiter, oder was jetzt?
Oder passiert das jetzt jedes Mal? Seems we drove them off. You've my thanks for aiding us. Vernworth isn't far from here. Will you join us the rest of the way? All right. Ja. Into the ox cart then. Ich glaube, dass die nicht alleine zurechtkommen, ehrlich gesagt. Die Wachen der Hauptstadt, die sind irgendwie sowas so unbeholfen. Am nächsten Morgen. I was informed of your coming would be arisen. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Though I admit I had my doubts at first, 'twould seem this is no mere deceiver. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be one arisen. That arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the rightful ruler of Vermond. It follows, therefore, that this ruffian before us is naught but a pretender. You must submit to questioning. If you value your life, you will not attempt to flee. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. Okay. Verhör den gleich auch mal, Junge. I beg your forgiveness for my insolence, Your Majesty. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. Wenn ich Königsregentin, alles klar. I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Okay. Das ist eine Intrige. Genug mit der Farce. Ich verstehe nicht. Then you have truly lost your memory? Was geht's denn? In that case, mayhap I ought to explain the situation before we proceed. You and no other are the sovereign, the only legitimate ruler of this kingdom. Some days passed, you confronted the dragon in the village of Melv, whereupon you became arisen. Das the stimmt. People rejoiced, for our true liege had finally appeared, and in Vermont's long years of council rule. Yet, not all celebrated your coming. Ah, alles klar. Einige Monate zuvor. Your arrival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. During the time of the previous council, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the council's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the arisen had been found. To Disa, Your Majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Disa chose to abduct Your Majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead. A mere puppet. Ah, alles klar. Das ist eine Intrige von der Kaiserin.
Er hat uns ersetzt quasi und hat uns zum Sklaven degradiert, als wir unsere Wunden geleckt haben. However, with your majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Disa plays her games. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in a tavern, that we might discuss them. Alles klar. Nachts, Taverne. Check. Machen wir. Natürlich machen wir das. Ob wir es noch in der Folge machen, weiß ich nicht, aber wir machen es auf jeden Fall. This one's cleared of all suspicion and has my permission to remain in the capital. You are to trouble the good sir no further. Are we clear? Okay. So, 6000 Gold haben wir dazu gekriegt. 500 EP. Der Sitz des Souveräns. Du hast den Hauptmann Brand gesprochen. Ich soll den nachts treffen. Ist klar. Nachspiel des Drachen. Abgeschlossen im Nachspiel des Drachen. Endlich. Vorrangiger Auftrag automatisch festgelegt. Pray, forgive me, I'm in a bit of a hurry. Okay. Consarn it! Get back here! Okay, wir haben wahrscheinlich hier einiges zu tun. You there! Did you see an urchin in a cap run past just now? Can you tell me which way he went? Nee, ich hab nichts gesehen. Many things. I'll catch that wretch yet. Weißt du, was wir dir brauchen? So ein Straßenjunge? So ein Straßenköter? You're a kind one, aren't you? It would seem I am in your debt. Genau, das war meine Intention dahinter. So ein Straßenjunge ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Den kann man vielleicht gebrauchen hier in der Stadt, in der wir uns nicht auskennen. In fact, there's aught I would ask of you if you've the time to spare. Aha! There you are! Shit. Oh, apologies, but our chat will have to wait. Till next we meet. Farewell. Farewell. Okay. Du hast dem jungen Mann geholfen, zu entkommen. Da leuchtet irgendwas. Wo sind meine Vasallen? After you arisen. Wo ist Kopal? Ach da. Sitzt, die steht einfach hier rum. Okay, alles klar. Das ist okay für mich. Gute Frau, wie geht's Ihnen? Hey? Need something from me, do you? Nee. Kann mit den wenigsten NPCs sprechen, das ist immer alles automatisch. Aber es ist alles sehr organisch, also die ganze Quest-Geschichte. If only it weren't so far away. Hallo. If I lose my next shipment to bandits, I'm done for. Können wir dir irgendwie helfen? Whatever it is, I'll have to hear it another. Nee. Nicht. Wollen wir wahrscheinlich Essen hat die wahrscheinlich, was wir da geben könnten. Mein Magen rumort. I heard a rumor that this land was once a kingdom of Beastrons. Fascinating. Here to ask aught of me, are you? Na klar. Can't say I have any tidings to share. Geschenk geben. Nimm einen Fisch. Hm. Nicht? Okay, entschuldige bitte. Was? Okay. Das ist die sogenannte Wandoma. Die wohnt da drinne. Und ja, die sitzt da und wenn du da vorbeigehst, dann sagt ihr mal Uhu. Bin mir sicher, das ist die sogenannte Wandoma. Er hat hier jede Stadt, muss eine Wandoma haben. Deswegen denke ich mal, das ist die für diese Stadt hier. So. Are you trying to provoke me? I'm not gonna take that from you. I can't even think straight. Was denn? Die sind aber, die Wachen sind immer auf Zack, oder? Das ist eine Sache. So, ich muss mal ganz kurz übers gucken am Handy. Oh,
enough to make me rich. Oh. Okay. Ich hoffe, das hat noch geklappt, aber wahrscheinlich nicht mehr. Gott, die Wandoma hätte ich gerne als Clip gehabt, aber egal. Werde es nicht bereuen, wenn ihr mir ein bisschen frei anbietet. What are you doing here? I'd fain trade places with just about. Ich habe keinen Brei, aber ich kann dir vielleicht ein. Was kann ich dir denn mal geben hier? Faulige Hartgenolle. vielleicht ein Fisch? What am I to make of this? Okay. Die wollen alle meinen Fisch nicht. Entweder ist er schlecht oder er riecht vielleicht ein bisschen. Hier gibt es Kühe oder sowas. Hier kann ich auch sitzen. Wir müssen uns erstmal jetzt eine Taverne suchen. Wir müssen uns mal pennen. Unsere Nacht. Taverne, ja, also ein Gasthaus auf jeden Fall. Und dann würde ich auch gerne mal wissen, wie es Ulrika geht. In der Tat. Man soll ja sein, wenn man jemanden gern hat, nicht so lange allein lassen. Und ich glaube, die haben sich gern. Ich weiß es nicht, aber so aus der Quest heraus hätte ich gesagt, dass die sich gern haben. Hm? Oh, tis you. Oh, Flora. You're hey. The good sir who aided me in Malv. Stimmt. Du bist ganz alleine hergelaufen. Krass. Thank you again, sir. You don't an dem know Troll how vorbei. Grateful I am to you. Schön, dass sie hier ist. Sie wieder triffst. Das finde ich immer gut. Dass, Hey, sir. We've started selling that medicine you gave me at our shop. Why don't you come see? Yes. Muss der nachlaufen jetzt? Nee. Okay, wir suchen uns da eine Taverne. Das war ja der Plan erstmal jetzt. Oh, da gibt es hier einige zu erkunden, scheinbar. Look, Master. A treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Was macht er hier? Hat er Rüstung, ne? Die Waren ansehen. Das ist der Gemischtwarenladen. Filberts Gemischtwarenladen. Wir müssen unbedingt Taverne finden. Vor hier der Arisen. Ach, da oben. Vor der Arisen im Stehen einschläft. Wollen wir natürlich schnell die Taverne noch finden. Gasthaus Sternenfall. Hallo. Welcome to the Star Drop Inn. Star Drop Inn, geil. Das klingt viel besser als We serve all manner of fine ales here. Hm? Shall I pour you a cup? 2000. How extraordinary. So. So, und da haben wir jetzt 2000 bezahlt. Das ist natürlich nicht ganz billig gewesen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt eine Runde genächtigt. Ich glaube, dadurch ist unser Leben wieder oben, oder? Nö. Hm. Müssen wir sehen. Dann müssen wir beim nächsten Mal sehen, wie man hier genau schläft. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Und ich übe jetzt mal schlafen. Bis zum nächsten Mal. Und ja.